Wir sind auf der Tokyo Motor Show und haben einen ganz, ganz kleinen, kurzen Slot bekommen, um diesen Mitsubishi hier vorzustellen. Das ist das Mitsubishi Mi-Tech Concept. Und weil der Slot so klein ist, müssen wir uns beeilen. Es gibt kaum Schnittbilder wahrscheinlich in diesem Beitrag. Wir werden es sehen. Ein zweisitziges SUV soll den Ausblick geben auf einen kommenden Plug-in-Hybriden im kleineren Maßstab. Man sieht schon die Front Mitsubishi-Style mit diesen Elementen hier relativ glatt an der Front. Das deutet schon darauf hin, dass hier auch mit elektrischem Antrieb gearbeitet wird. Und tatsächlich ist das Mi-Tech-Konzept ein Plug-in-Hybrid. Und zwar einer der spannenden Sorte, muss man sagen. Denn als Antrieb ist hier eine Kombination aus Elektromotoren, und zwar 4 Stück, an jedem Rad einer, und einer Gasturbine verbaut. Die Gasturbine kann befeuert werden mit Diesel, mit Alkohol oder auch mit Kerosin. Das heißt, man hat eine vielfältige Auswahl an Brennstoffen, die man einsetzen kann. Und diese produziert dann Energie für die 4 Elektromotoren. Übrigens, dadurch, dass es 4 Elektromotoren sind, können die Räder einzeln angesteuert werden. Das heißt also, im Grunde kann man das rechte Vorderrad vorwärts drehen lassen, während das linke Vorderrad rückwärts läuft. Damit sollen besonders sportliche Manöver im Gelände möglich sein. Und sportlich ist auch der Innenraum, wenn man sich das einmal anschaut. Sehr reduziertes Cockpit, kleines Lenkrad, Schalensitze. Ich denke mal, so wird das nicht in Serie kommen. Aber trotzdem will Mitsubishi hier eben in die Vollen gehen und was Spektakuläres zeigen. Ob die Optik des Mi-Tech-Konzept so in Serie kommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und auch dieser Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang, der scheint erstmal exotisch, aber dass Mitsubishi nicht die einzige Firma ist, die mit so einer Technik, also einer kleinen Gasturbine und 4 Elektromotoren experimentiert. Es gibt auch noch eine andere Firma, die mit diesem Konzept experimentiert, und zwar ist das die Firma TechRules, also eine kleine Gasturbine und 4 Elektromotoren. Wir werden sehen, ob sich dieses Antriebskonzept in Zukunft in der Serie zeigt.